Ja, Flora war da auch kurzzeitig zu sehen. Naja, Einzelbild rausschneiden, wenn das Ganze dann hochgeladen ist. Irgendwann innerhalb von 2 Wochen vielleicht. 1,5 Wochen, weil... ich sollte das vielleicht nicht sagen. Oder nein, ich sollte mal am besten nachfragen. Das ist eine gute Idee. Ich wüsste nämlich gerne, was so die beste Hochladerate ist, weil wenn ich jetzt hier so einen 4-Stunden-Stream mache, wieder so wie gestern, dann, und ich das alles gleich hochlade, beziehungsweise gleich mit einem Mal freischalte, keine Ahnung, dann gibt es vielleicht Leute, die da sich wieder irgendwie, die das nicht so toll finden. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht, ich habe heute die ersten 4 Parts freigeschalten und die anderen, die kommen immer so in 2 Parts schnippeln, häppeln. Erfahrungsgemäß kann man es eh nicht allen Leuten rechnen. Layton duscht in einem Band auf Seite 70. Meine Güte, welcher ist es denn? Ja. Ach, Mann. Oh, ich hab's. Haha. Flora im Badeanzug als Thumbnail. Clickbait. Auch nicht schlecht. Clickbait. Oh, sowas hasse ich. Ja. Ich. Ja, was du nicht willst, dass man dir tu, das... Ja, das... Ja. Das, mach ruhig, weil stört dich ja nicht, wenn es anderen passiert, nein. Nein, also ehrlich gesagt... Moment, hä? Ach, der Stern ist doch nicht etwa... Ja. Da drin. Na, super. Wir können eine Diskussion anfangen... in welche Richtung sich YouTube entwickelt hat in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren. Oh Gott. In eine schlechte Richtung? Ja. Bestes Beispiel sitzt hier. Jetzt weiß ich, warum alle über Professor Layton sprechen. Ist ja ein DS-Spiel, was ich hier spiele. Und da Professor Layton das einzige legitime Spiel auf dem DS ist... Also sieht man das automatisch. So, du kannst die Tür im 2. Stock öffnen. Bowser kommt immer näher. Moment, hä? Im 2. Stock? Ich bin noch nicht mal hier unten fertig. Aber gut zu wissen. So, ich wollte ja eigentlich... Was wollte ich denn? Ich wollte eine Mario-Mütze, die ganze Zeit schon. Und die war, glaube ich, auch... War im Garten eine zu finden? Nein. Oder? Ich brauche nämlich eine Mario-Mütze, damit ich... Ich weiß leider nicht. Ja. Damit das hier weitergeht. Damit ich zu Bowser komme. Yeah. Der zweite Bowser, oder nicht? Der zweite Bowser. Hier ist aber auch keine Mario-Mütze. Na, oder ich wechsle auf Mario. So traurig das klingt. Na gut, machen wir das mal. Layton mit einer Glatze. Oh, in den Layton-Mangas, da gab es dann auch immer die Frage, was ist unter Laytons Hut? Die wurde auf ganz böse Arten und Weisen beantwortet. Haare, die genauso geformt sind wie sein Hut. Nee, ich glaube, das war noch, war nicht dabei. Yippie! Endlich habe ich einen Mario! Du willst Flora im Bikini sehen. Ich behaupte, dass es ganz andere Bilder von Flora im Internet gibt. Genau! Die Rückkehr des Inspektor Bauschuh kommt jetzt. Der Bauschuh. Klingt irgendwie komisch, so wie ein Werkzeug. Ein Bauschuh. Ein Bausch. Na, oder eher sowas wie Schutzkleidung. Geht's im Baumarkt? Haben Sie einen Bauschuh für mich? Stimmt, an einer Stelle, da blutet Layton an seinem Hut. Kriegt da irgendwie einen Schlag drauf und dann blutet das daraus. Was zum Geier ist da drunter? Gehört der Hut zu seinem Körper? Bauschuhs unter Wasserboot. So. Und hier haben wir... was haben wir denn hier? Ja, ich will da nur rein. Oh, schön. Bringt mir leider nur nicht viel. Ach doch, hier oben gibt's ja...
Na, ich komme nicht an die Münzen, das ist ja unfair. Na gut. Hier was bringt mir das jetzt? Ja, das ist richtig. Günther. Günther. So, jetzt habe ich die alle besiegt, aber es bringt mir nichts, dass ich überhaupt hier oben bin. Und da ist ein Hai. Den will ich nicht. Dem will ich nicht mal Hai sagen. Naja, hab ich denn irgendeinen Wal? Das sollst du nicht tun, Fisch. Was ist das? Ah, Nummer 1 ist schon mal richtig. Was gibt's, wenn man die alle richtig aufmacht? Don Paolo in einem Tingelkostüm, auch interessant. Mhm. Komm, 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 komm. Das soll jetzt bitte richtig sein. Nein, ist es nicht. Okay. Ja, Strudel! Wenn es wenigstens ein Apfelstrudel wäre. Oder ein Quarkstrudel. Mhm. Nummer 2. Topfenstrudel für unsere österreichischen Zuschauer. Und was kriege ich hier? Ein Stern, der deinen Namen. Nein. Nein. Juhu! Band 4, Seite 120. Was ist da? Wir schauen es uns an. So, ich habe schon mal 110. 119, 120. Oh Gott, ja, das Tingelkostüm. Don Paolo. Ja. Tatsache. Oh Mann. So, jetzt sieht man es ganz gut. Ja. So. Nächster Stern. Würde ich sagen, kommt jetzt. Auch da ist ein anderer Co-Moderator. Was? Entschuldigung, dass ich jetzt jemand anderen habe. Du kannst mich gerne ablösen. Du musst nicht. Ja, wie? Das müsst ihr unter euch ausmachen. Wir machen Schichtarbeit einfach. Oh, das ist eine Idee. Aua! Ich will ihn doch bloß kaputt machen. Kann doch nicht so schwer sein. Ha, ist nicht schwer. Und jetzt will ich die Münzen. Ich will euch Münzchen. Komm schon. Ah! Ja. Ich bin schon wieder auf dem 100-Münzen-Trip. Ich bin so ein kleiner Perfektionist gerade. Komm. Den nehme ich von hinten. Den nehme ich von hinten. Den nehme ich gar nicht. Ah, ich habe ihn genommen. Sehr gut, Professor. Ja, Emmy. Wer ist was denn jetzt? Ich weiß auch nicht, was die gerade meinen. Aber egal, ich krieg meine Münzchen. Kennst du den Film Polar Express? Oh Gott. Den habe ich nie gesehen. Ich habe nur den Namen mal gehört, als er im Kino lief und so. Und ich habe mal einen Trailer gesehen und eine Werbung und sowas. Aber nein, gesehen habe ich den Film nicht. Klinglingling. Und ich krieg eine Münze nicht. Sollte nicht schlimm sein. Habe ich trotzdem wenigstens alle von denen jetzt besiegt oder fehlt noch einer? Ich glaube es... Ah, da ist noch einer. Au! Ist ja schön, ich krieg hier Schaden, aber wird sofort geheilt. So, und die anderen beiden Münzen auch. Ah, komm. Ah, die war's nicht. Okay, jetzt kann ich weiter. Oh, der Stream hängt. Der soll nicht hängen. Aua, aua, aua.
Hängt der bei allen? Wenn er bei allen hängt, dann wäre das schlecht. Bei mir läuft er gut. Oh, ist das eine schöne, beruhigende Musik hier im Hintergrund. Das ist die gleiche vom 64-Teil? Ja. Und ist die schön. Aber trotzdem, es geht eigentlich nichts über dim, dim, dim. Dim, 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 und so weiter. Und so fort. Okay, bei allen anderen läuft der Stream gut. Heißt es. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Blub, 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 blub. Ich sammle die Münzchen ein, dun, 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 ganz, ganz fein. Ach, das muss doch irgendwie einfacher gehen, an 100 Münzen zu kommen. Weiß ich nicht, sind hier irgendwelche Gegner, die man ausrauben kann? Gib mir deine Münze. Grand Theft Mario. Das wäre doch mal eine Idee, für die ganzen alten Leute, die jetzt älter geworden sind. Für die ganzen alten Leute, die älter geworden sind. Die Zielgruppe. Ja, also ach, apropos. Da möchte ich noch schnell was dazu sagen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, da war die Überschrift, Deutsche werden täglich älter. oder ja, irgendwie so ähnlich. So, warte mal, wie war das ja? Klingt irgendwie nach Postillon, wie das dann heißt. Was schreibt da einer, da er es mir ja nicht sagen will, wer ist dein neuer Co-Kommentator? Mein neuer Co-Kommentator, wer ist das? Wer ist das überhaupt? Ja, wer ist das? Ist jemand, der bei mir öfter mal kommentiert und der auch im Chat mit drin ist, aber wahrscheinlich nicht schreibt. Schreib mal was, da merkt's keiner. So. Genau. Bitteschön. Was ist denn das, was du da geschrieben hast? Ich hab keine Ahnung. Bling. Es hängt schon wieder, dann. Ah, that's what she said. Entschuldigung. Ah, hier komme ich auf jeden Fall dann an einen Stern ran, aber den will ich gerade nicht. Er will Layton mit seinem Hut duschen sehen. Ja, hat jemand da schon die Seite gehabt? Ich habe das nämlich dann nicht mitgekriegt, falls. Da ist Bauschuh. Da ist der Bauschuh! Nein. So, was machen denn eigentlich die schönen Muscheln da hinten? Die Muschis. Da ist ja gar nichts drin. Da ist ja auch nichts drin. Ah, that's what she said. Da ist was drin. Das war was richtig Hübsches. That's what Emmy said. Nein, aber das will ich ja gar nicht. Ich brauche mich hier nicht schnell bewegen. Wir reden über den Layton-Manga. Was? Band 1, Seite 60. Band 1, Seite 60. Band 1, Seite 60. Ja, okay, ich suche mal aus. Oh Gott. So, wo haben wir es? Seite 60. Layton, Dusche und Hut. Zylinder. Moment, Band 1, Seite 60? Oh, ein bisschen was davon sieht man, ja. Tatsache. Moment. Ich mach das wieder ein bisschen verdunkelt. Nee. Und außerdem müsste ich mal. Nee, Moment, da ist das Layton-Schwein. Layton-Schwein. Jetzt muss ich gucken, wo war das nochmal? Hier. Okay, da wo ich mein. Das Layton-Schwein erinnert mich an dein Spy-Phone. So, da ist Layton, wie er duscht auf jeden Fall. Da haben wir ihn.
Oder war da noch ein anderes Bild mit ihm? Nö. Oh, da ist sogar Luke. Okay, da habt ihr ihn. Luke, wie er duscht. Luke, wie er duscht.